Wir bei Volvo Trucks haben uns zum Ziel gesetzt, den Übergang zu nachhaltigen Transportlösungen anzuführen. Und für uns ist es sehr wichtig hervorzuheben, dass es nicht um die Zukunft geht, es geht um das Hier und Jetzt. Deshalb sind wir bei Volvo Trucks sehr stolz auf die Auszeichnung Truck of the Year 2024, die wir für unseren batterieelektrischen Volvo FH erhalten haben. Der europäische Markt für Elektro-Lkw wächst schnell, auch wenn die Zahlen noch nicht hoch sind. Blicken wir auf das Jahr 2023 zurück. Hier betrug die Anzahl der zugelassenen schweren Elektro-Lkw mehr als 2.700. Und Volvo Trucks hat daran einen Anteil, der bei über 50% liegt. Die Hälfte der batterieelektrischen Lkw, die letztes Jahr in der EU 30 zugelassen wurden, stammt also von uns, von Volvo Trucks. Diese batteriebetriebenen Lkw sind für bestimmte Segmente sehr gut geeignet. Sie sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Konkret geht es um städtischen Verteilerverkehr, um Entsorgungsaufgaben, aber auch um regionalen Verteilerverkehr. Und nicht zuletzt ist das städtische Bauwesen ein Segment, das oft vergessen wird. All diese verschiedenen Anwendungsfälle sind sehr, sehr gute Einsatzmöglichkeiten für den Elektro-Lkw. Unsere batteriebetriebenen Lkw haben bereits über 100 Millionen Kilometer zurückgelegt. Und darauf sind wir natürlich enorm stolz. Nicht nur auf die zurückgelegte Strecke, sondern auch auf den Effekt auf die Umwelt. Hier geht es um die reduzierten CO2-Emissionen. Aber nicht zuletzt geht es auch um die verbesserte Arbeitsumgebung des Fahrers. Diese Arbeitsumgebung macht einen großen Unterschied für unsere so wichtigen Fahrer.